Was? So stark? Was? One Hit? Oh. Oha. Ah! Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja! Ja! Was passiert hier? Willkommen bei Kokosnuss. Heiße Luft. Alles klar, ich bin jetzt im Heißluftballonschrein. Was? Ich kann diese Kerzen auch bewegen? Aber das klappt doch nicht immer, oder? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal, dass sowas klappt hier. So. Fertig, oder? Ja. Nein! Komm zurück! Ah, der gute Ultrahand. Wir hatten schon so oft Heißluftballons gemacht, dieser Schrein. Ja, ist ja auch am Anfang. Eigentlich. Hatten wir nicht gemacht am Anfang, aber egal. Oha, aber dieser Schrein ist richtig groß. Ich weiß nicht so genau, welche Kugel man jetzt braucht. Die kleine oder die große? Ich nehme mal beide mit nach oben. Hat nicht so gut geklappt. Dann nur die kleine. Die große ist zu schwer. Oder? Nee, ich könnte die mit Ultrahand hochheben. Aber egal. Okay. Nö, anscheinend brauche ich nur die kleine. Ja, und da ist das offen, aber... Ah, für die Truhe brauche ich die große Kugel. Ah. Ah, was ist hier passiert? Ich habe mich selbst angezündet. Und das bleibt jetzt oben. Ha. Oh. Okay, ich habe jetzt den ultimativen Heißluftballon gebaut. Mit einer ultimativen Kugel. Und drei Heißluftballons. Yeah. Okay, jetzt irgendwie die Kugel... Die Kugel brauche ich da hinten. Aber ich kann die einfach hier oben drauf tun. Und jetzt bitte landen. Kugeln nicht runterfallen. Nein. Aber... Zeit im Kehr reicht doch bis dahin, oder? Ja. Reicht unendlich. Und dann einfach mitnehmen. Oh, danke. Danke, Zeit im Kehr. Oh, Truhe. Und das und den ultimativen Heißluftballon jetzt für einen Opal. Wow. Oh, eine Sternschnuppe fällt da hinten runter, aber das wissen sie weit weg. Ach, das wusste ich noch gar nicht. War das immer so? Aus dem Mund? Vor diesem riesigen Pferd beim Pferdestall. Neuer Stall, okay. Gab's im BOTB wohl noch nicht. Da kommt einfach Rauch raus. Aber kommt doch nicht immer da raus. Warum kommt das denn da raus? Wird hier drinnen irgendwie Feuer gemacht? Nö. Oha. Cool. Hier ist wieder Pan. Er sagte ja, dass er bei jedem Pferdestall vorbeischauen möchte. Und nach irgendwie Spuren nach Zelda Ausschau halten möchte. Okay, irgendwie nachts in Verona, also im Dschungel, sollte irgendwie so ein Monster sein. Okay. Schön, ich bin hier zum Sperrposten gereist, hab hier schön Pfeile gekauft. Und es gibt hier diese Hylia-Hose. Ich weiß nicht, was besser aussieht, diese Hose oder die, die ich gerade anhab, die vom Labyrinth. Ja, ich trag erstmal die, oder? Die ist halt das klassische Outfit, aber die ist auch irgendwie richtig cool. Ja, ich bleib doch bei der. Oh, hier ist Maronus. Endlich habe ich den gefunden. Der ist einfach hier beim Sperrposten. Oha. Ob der nur nachts hier ist oder weil ich jetzt die Ornis gemacht habe. Hallo, Maronus. Oho. Du brauchst Krogsamen? Ja, ich habe einige. 27 Stück. Okay, einmal Waffentasche, bitte. Danke. Super. Echt cooler Tanz. Oh, und ein neuer Platz. Wundervoll. Dam, da, 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 dam, da. Wundervoll. Und jetzt? Ich habe ja einige Krogsamen. Erstmal ganz oft die Tasche vergrößern. So. Ich habe jetzt einiges verbessert. Hier, ich habe jetzt... Viele neue Plätze hier auch und... Ah, oh, das sieht so gut aus. Jetzt kann ich viele, viele Waffen mehr nehmen. Es hat sich wirklich was geändert, als ich das letzte Mal hier war. Hier ist auch irgendwie so eine Steintafel runtergekracht. Aha, das ist also Althylianisch. Und er ist jetzt nach Kakariko aufgebrochen, weil er da so seine Dokumente gelassen hat. Ja, cool. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel verändert wurde. Aber dann ab nach Kakariko. So, schön. Alles noch hier mitnehmen. Und wie, wenn es einen Bogenschützen wie mich in Angelstedt gegeben hätte, dann würde es nicht so weit gekommen. Ja, ich weiß, Angelstedt ist dieses kleine Dorf da unten am Meer. Es wurde von Piraten eingenommen. Aha, da können wir dann auch bald hin.
und gucken, was da so abläuft. Aber wo ist jetzt dieser Mann? Er wollte doch hier nach Kakariko. Ah, da ist er ja. Okay, da stand also, ich bin der treue Zofe von König Rauro und Königin Sonia. Sowie von des Königs Schwester und der Prinzessin Zelda. Alles klar, ich muss noch 12 weitere Steintafeln finden. Und der Name Prinzessin Zelda ist wohl nirgendwo anders aufgetaucht. Also ist jetzt nur aufgetaucht, weil Zelda in die Vergangenheit gereist ist. So, aber bevor wir mit Impa hochsteigen mit dem Heißluftballon, schaue ich erstmal hier noch vorbei. Hier müsste irgendwo noch dieses X auf der Karte sein mit Ramdas Schatz. Davon gab es ja 4 markiert, aber ich gucke erstmal, was hier so ist. Okay, genau hier müsste es sein. Oh, eine Höhle. Okay, Höhle der nördlichen Hyrule-Ebene. Boah, so viele Raubschleime. Okay, einfach an denen vorbei. Sehr gut. Und da? Was könnte denn noch in dieser Höhle sein, außer Majois? Also, hier sind irgendwie so Lianen. So ähnlich. Und da sind Horrorblins. Oha, ich habe einfach 262 Pfeile. Aber trotzdem nicht verschwenden. Ja, da ist der Majoi. Und was ist jetzt mit Ramdas Schatz? Wo ist sein Schatz? Boom. Okay, ich habe jetzt 10 Siegnummer. Okay, der hat irgendwas davon gesagt, dass ich in Eldin, im Nordosten, das müsste hier irgendwo sein, Nordosten, Totenkopf-Dings, vielleicht irgendwo da 2 Typen geben soll. Okay, Ramdas Schatz bringt jetzt nicht so viel, da sind einfach nur Höhlen markiert. Naja, aber jetzt kann ich... Hä, warum ist der Heißluftballon wieder kaputt? Ach nee. Okay, dann los geht's. Irgendwie Feuer anmachen? Ja, ich glaube schon. Mit Feuerfrucht. Okay, es geht los. Jo. Und was ist jetzt unser Ziel? Ah, es passiert was. Du liebe Güte, ist das hoch. Mir wird gleich schwindelig. Oder leicht schwindelig. Okay, schon geschafft. Ich muss einfach nur ein bisschen hoch. Ja, von hier aus kann man die ganze Geoglyphe sehen. Es ist dort geschrieben, dass Geoglyphen zeigen, was die Leute aus alter Zeit bei einer Drachenträne sahen. Du liebe Güte, doch das ist eine Art Traum? Und daran hast du Prinzessin Zelda gesehen? Die Geoglyphen, die alten Schriften, die Drachenträne und Prinzessin Zelda? Stehen sie alle miteinander in Verbindung? Wir sollten unbedingt weiter die Geoglyphen erforschen. Vielleicht erhalten wir so einen Hinweis auf Prinzessin Zelda. Ah, den alten Schriften zufolge gibt es auch im vergessenen Tempel etwas, das mit den Geoglyphen in Verbindung steht. Er befindet sich in einer Schlucht in der Hebra-Region. Ah. Dann müssen wir wieder zurück zum vergessenen Tempel. Und du? Du bleibst jetzt hier oben? Okay, du bleibst hier oben. Ganz schön hoch. Ja, da ist Rauru. Irgendwie auf dem Rollstuhl oder so. Okay, zurück zum vergessenen Tempel. Ach, da ist schon Impa! Hello, was machst du denn hier? Aber da war ja dieser große Raum, wo man diese Geoglyphen eingraviert auf dieser Karte gesehen hat. Hä? Ich kann die untersuchen? Wusste ich noch gar nicht. Wow. Das habe ich auch schon so gesehen, dass sie umgestürzt ist. Okay, was gibt es denn hier? Hier ist, glaube ich, nichts. Auch wenn das sehr sus aussieht. Aber hier, da müsste doch was sein. Vielleicht leuchten die jetzt, die ich gefunden habe. Oder? Nein! Nicht? Ah doch, jetzt passiert was. Oh, dieser Raum. Impa, auch wir sollten uns hinabbegeben, um unsere Erkundung aus der Nähe fortzusetzen. Diese Abbildungen an den Wänden, könnten das nicht die Geoglyphen sein? Hm, was mag dies alles nur zu bedeuten? Hm, ich glaube, bei der Abbildung ganz links an dieser Wand handelt es sich um die Geoglyphe, die wir als erste gesehen haben. Haben wir nicht als erste gesehen? Das war die wir als erstes gesehen haben. Laut der Karte auf dem Boden müsste sich in der Nähe vom Dorf de Orni eine befinden. Die habe ich doch schon gesehen. Ach, egal. Auch die anderen an dieser Wand abgebildeten Geoglyphen scheinen auch in der Karte am Boden verzeichnet zu sein. Ach, bei Hateno ist ja diese Klinge. Ah nee, ich meine, bei Angel steht. Ich kann es kaum fassen, dass es an diesem Ort hinten in diesem Raum Ruinen geben wird. Es heißt, dass während des Kataklysmus, als Prinzessin Zelda verschwand, in ganz Hyrule Geoglyphen auftauchten. Hm, ich frage mich, wie sie in Zusammenhang mit den Bildern hier stehen. Jetzt in Eile geboten, wir sollten uns umgehen an den anderen Geoglyphen umsehen. Impa, wie wäre es mit einer kleinen Pause? Link, wenn du während deiner Reise auf eine Geoglyphe stößt,
solltest du sie sorgfältig studieren. Vielleicht erwarten dich auch bei anderen Geoglyphen geheimnisvolle Visionen wie jene, die du bereits hattest. Es ist durchaus möglich, dass wir mit ihrer Hilfe etwas über den Verbleib von Prinzessin Zelda erfahren könnten. Ganz genau. Wir hatten ja bei Kakariko ungefähr eine Geoglyphe gesehen, aber ich habe nicht sorgfältig nachgeschaut und habe deswegen nicht diesen einen Punkt gesehen, wo ich was erforschen kann. Ja, cool. Sonst gibt's hier nichts? Nein, nichts. Mir wurde auch oft in den Kommentaren geschrieben, dass hier bei dem großen Plateau, wo ich war, bei diesem Graben, immer eine Träne versteckt ist, die ich dann zu diesem großen, zu dieser großen Statue im Untergrund bringen soll. Aber dafür muss ich zu jedem einzelnen Graben nochmal hingehen. Jetzt habe ich hier so eine Markierung gesetzt. So. So. Aua, doofes Wildschwein. Oh, ich wollte nur die Kiste, nicht dich. Aber hat sich jetzt der Schlag vom Wildschwein gelohnt? Nee, nicht. Okay, ich bin beim ersten Graben. Was kann denn irgendwo hier irgendwo was sein? Was soll hier denn sein? Irgendwo im Wasser was? Wow, ein Krog. Was hat er da bei sich? Eine kleine Laterne. Süß. Was? Da hinten. Nö, 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 nö. Was soll denn hier was sein? Wo? Hier ist doch nirgendwo was. Vielleicht hier oben auf der Mauer? Nee. Hier ist doch wieder ein Krog, oder? Ja. Cool. Aber ich finde dieses Teil nicht, was man hier irgendwo finden muss bei den Gräben. Hier ist wirklich nirgendwo etwas. Wie soll man das dann als Blindspieler finden? Oder überhaupt wissen, dass hier irgendwo was sein soll und dass man sich bei diesen Gräben mehr umschauen muss? Hier ist auch nichts. Was ist das? Ein Miasma-Stein? Nee, ist nur rot. Hä? Wo soll was sein? Nö, ich habe jeden Stein hochgehoben, überall nachgeschaut. Hier ist nichts. Keine Ahnung. Oder ist im Graben etwas? Irgendwo an den Seiten? Nee. Aber was ich nachschauen kann, diese riesige Statue sagte mir ja, irgendwie vergessenes Plateau, Schlosstor, irgendwie, irgendwas. Und ich schaue mal hier überall am großen Plateau nach irgendeinem Eingang aus. Ob hier irgendwo etwas sein könnte. Oh, da hinten, da ist doch ein Rumi, oder? Ja, das sieht nach einem sehr guten Zeichen aus. Weil der uns eine Höhle zeigen könnte. Da ist die doch schon. Ja. Oh, jetzt schon gefunden? Das ist ein Schlosstor? Aber erstmal wieder ein dummster Schild. Ja, endlich hält's. Super. Ich habe einfach eine Wand gebaut. Oh, hier ist hier ein Reisender. Hello. Okay. Ist wahrscheinlich hier ganz am Anfang am Spiel, deswegen reden die so, es gibt Kartografietürme und so, ja. Hier geht's nicht lang, oder? Habe ich irgendwie so eine gute Waffe? Ich habe dieses Schwert. Besser wären zwei Hände, aber ich habe keinen. Und da kann ich einfach einen Kopftoch nehmen und den daran fusionieren. Und boom. Wow, ist jetzt schon zerbrochen. Okay, ich bin das Ultimative ausgerüstet. Okay, aber Schild bringt nichts gegen diese riesigen Felsbrocken. Gut zu wissen. Ah, endlich bin ich durch hier. Oh, hier sind so viele Sachen. Leuchtsamen, alles. Aber dafür kann ich Schild nutzen, oder? Nein, Kochtopf geht nicht an Schild. Alles klar. Oh, was ist da hinten? Das sind irgendwie so andere Farbe Steine. Irgendwie blau oder lila. Geh nicht kaputt, was? So stark? Was? One Hit? Oha. Tulan, gib dein Bestes. Ah! Okay, besiegt einen. Der andere kommt jetzt. Boom. Ach, geschafft. Noch Stein mitgenommen. Oh, schwarzer Horrorblendhorn. 22 Stärke, einfach so wie das Leunenhorn. Oha. Hier sind auch so viele Felsbrocken. Was ist hier alles? Okay, kaputt, aber da ist das Majoi. Oder der Majoi. Komm schon. Ah, geschafft. Okay, wenn hier der Majoi ist, dann muss bei dieser anderen riesigen Wand was anderes Wichtiges sein. Oder? Schon wieder kaputt.
Aber gut, dass hier so viele Waffen rumliegen. Und gut, dass ich so viele Kochtöpfe habe. Boah, wie weit es hier reingeht. Es hat gar kein Ende. Schon wieder Waffe kaputt. Oh, was? Oh nee, ich dachte gerade, hier ist noch eine riesige Steinwand. Aber das ist nur die Wand, die ich aufgebrochen habe. Ah, endlich. Ein Weg. Quetsch dich durch, Link. Danke. Ein Schrein? Aber sonst ist hier nicht. Dann war es doch nicht das, wonach ich gesucht habe. Ich habe was anderes gefunden. Dieser riesige Bruder hat irgendwie was von Schlosstor gefangen. Auf dem Grund des Wassers oder so. Das ist hier nicht so. Vielleicht war das nicht das Schlosstor, sondern einfach eine random Höhle. Himmel und Erde. Aber ein Schrein nehme ich auch mit. Oha, ganz, ganz viele Kugeln. Himmel und Erde, das sieht irgendwie so aus, als gäbe es im Himmel genau diesen Schrein nochmal. Und man müsste im Himmel genau dieselbe oder verkehrt rum Kugelposition machen oder so. Weil was soll es hier sonst drum gehen? Geht doch nicht einfach darum, irgendwie Kugeln irgendwelche Löcher zu tun, oder? Nee, hä? Es gibt gar nicht so viele Kugeln, wie es Löcher gibt. Dann müsste es doch so sein, wie ich eben vermutet hatte. Was anderes gibt es ja nicht und was anderes kann ich mir auch nicht denken. Oder dass es irgendwo einen Hinweis geben würde für die richtige Anordnung. Aber nee, sonst kann ich hier nichts machen. Ich muss wieder raus. Dann suche ich weiter. Ob hier überhaupt irgendwo an den Wänden vom großen Plateau was ist? Aber das gibt gar keinen Sinn, weil über dem Schrein ist hier nichts. Und hier war ich ja schon. Vielleicht im Untergrund irgendetwas, so eine Anordnung, was darauf vermuten lässt, was die richtige ist? Keine Ahnung. Und ob das, was ich gerade mache, irgendwas bringt, weiß ich auch nicht. Wo kann denn nur das Schloss vom großen Plateau sein? Irgendwo hier vielleicht? Das sehe ich gleich. Hä? Ein Denkmal jenen Seelen, die die Verheerung von uns riss. Zelda, Prinzessin Enzian. Hä? Keine Ahnung, ob das was bringt zu fotografieren. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Auf dem Grunde des Wassers. Schlosstor. Ja. Oh, ich habe es gefunden. Ja. Was passiert hier? Das Wasser fließt weg. Wird nicht unten alles überflutet? Nein. Ich habe es freigemacht. Jetzt kommt man von oben da rein. Oh. Ja, Link ist komplett nass gemacht worden. Oh, Haribashe und... Da ist die. Die Statue. Oh, hallo. Du, der du meine Stimme vernehmen kannst. Komm dorthin, wo ich bin. Zu den Ruinen des Tempels der Zeit. Folge dem Weg zum Plateau im Süden. Ja. Also so wie ich gemacht habe, war es doch nicht so schlau, einfach mit dem Turm aus hier hinzukommen. Sondern man sollte irgendwo unten einen Weg hier hinsuchen. Einfach durch Schlosstor. Und dann wird hier schon den Weg nach oben frei gemacht. Aha, und dann wird im Tempel der Zeit was aufkommen. Deswegen habe ich im Tempel der Zeit nichts gefunden. Weil ich erst hier den Bruder finden musste. Oh, unser erster Bockblind, der... Oh, eine Rüstung hat. Oh. Da ist ja gut, dass ich hier diese Steinlanze habe. Okay, Rüstung zerbrochen. Schnell was essen. Und weiterkämpfen. Okay, Leben hast du mehr. Das ist sehr gut. Für dich. Und für mich ist es gut. Ah, ich dachte, du droppst deine Waffe. Das ist viel zu schlecht, diese dumme Waffe. Weg damit. Jetzt siehst du, was für eine starke Waffe ich habe. Doch nicht. Ist auch nicht so stark, aber egal. Boom. Keine Ahnung, wie ich getroffen habe. Aber egal. Komm her. Gleich bist du besiegt. Oh, Tulan hat ihn besiegt. Wow. Okay, unser erster Bockbin in Rüstung. War ein sehr guter Sieg. Und jetzt bin ich auf dem Weg zur Tempel der Zeit. Was früher mal Zitadelle der Zeit war. Ich weiß nicht warum. Ergibt nicht so viel Sinn, dass das geändert wurde. Wahrscheinlich irgendwas mit der Story. Aber dass ich überall hingehe, da nichts ist. Geh weg, Bockblin. Und dann irgendwann nochmal dahin gehe mit irgendeiner Quest. Und dann passiert da was. Das ist hier mit der Zitadelle der Zeit. Und auch mit dem vergessenen Tempel war das auch so. Eine Kiste. Was ist hier?
Königsschild. Oha. Wie das einfach hier in einer random Kiste ist. Oha. Einfach Königsschild. Da. Da ist wieder eine Geoglyphe. Das ist doch da, ja, bei der Hylia-Brücke. Oh. Und was es mit dieser Quest auf sich hat, schauen wir uns in der nächsten Folge an.